Hi ihr lieben Fräulein Gents zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Wie jeden Monat zeige ich euch, was wir als fünfköpfige Familie so alles leer gemacht haben. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Dann würde ich sagen, wir starten auch direkt und wie immer fange ich an mit den Haushaltsprodukten. Und zum ersten haben wir diesen Monat dann leer gemacht von Lenor das Vollwaschmittel 2 in 1. Duftrichtung habe ich aprilfrisch und das waren 100 Waschgänge. Ja, und ich hatte ja in der Vergangenheit schon kleinere Pakete getestet von Lenor. Die haben mir so gut gefallen, dass ich mir dann deshalb die XXL-Version davon gekauft habe. Gibt es ab und zu bei Lidl im Angebot für 16,95 €. Also mit Sicherheit auch bei Kaufland und so weiter. Aber ihr wisst ja, ich bin momentan so Lidl-Einkäufer und deshalb hatte ich das da gekauft. Ja, also was soll ich sagen? Ich finde das Waschmittel sehr, sehr gut. Ich kann euch das auf jeden Fall weiterempfehlen, das ja, hat einfach so einen eigenen Geruch, was ich aber echt, ja, als richtig gut empfinde. Allerdings habe ich diesen Monat mal was anderes gekauft. Wer alle meine Videos verfolgt, der weiß ja, um was es geht. Genau, das teste ich jetzt gerade fleißig, um euch da bald ein Feedback dazu zu geben. Das hier ist aber nach wie vor mein Favorit, das kann ich schon mal vorweg sagen und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und werde ich mit Sicherheit irgendwann auch nochmal wieder nachkaufen. So, dann bleiben wir doch gerade bei Thema Wäsche und zwar habe ich leer gemacht 2 Weichspüler, 2, weil der eine schon so gut wie leer war, als ich das letzte Aufgebraucht-Video gedreht hatte. Ja, das von Lenor, einmal der frische Schutz und einmal Frühlingsgarten. Und was hier so ein bisschen in die Irre führt, also das ging nicht nur mir so, sondern auch vielen Zuschauern, ist Weichheit auf Pflanzenbasis. Ja, man liest Pflanzenbasis und denkt dann so, ach ja, schön, ein veganer Weichspüler. Ist dem leider nicht so. Also ganz, ganz viele hatten mir geschrieben, Jasmin, du musst Lenor wieder kaufen, weil ich halt Lenor einfach geliebt hatte an Weichspülern. Denn die sind jetzt vegan. Ja, Jasmin natürlich zum nächsten DM gerannt und hat Lenor Weichspüler gekauft. Und dann hat mich eine Zuschauerin darauf aufmerksam gemacht, lies mal, was hinten steht. Ja, und leider sind diese Weichspüler noch nicht vegan. Ich guck mal gerade. Ich glaube, es war zu 85% der Inhaltsstoffe, die zur Weichheit von Lenor beitragen, sind pflanzenbasiert. Aber halt leider nur 85%. Ne? Also es ist schon, ja, man wird ja leicht in die Irre geführt. Aber wie gesagt, wenn man dann hinten so das Kleingedruckte liest, genau. Da ganz davon jetzt mal abgesehen, mag ich die Lenor Weichspüler sehr, sehr gerne. Ja, ich weiß, das ist was, worauf man verzichten kann, aber ich bin ehrlich, auf Weichspüler möchte ich nicht verzichten. Und ja, also die sind beide sehr, sehr gut. Ich würde behaupten, dass mir der mit Frischschutz ein kleiner Ticken besser gefällt als der Frühlingsgarten. Aber nichtsdestotrotz finde ich beide Weichspüler sehr gut. Und sobald es die auch in 100% pflanzenbasiert gibt, werde ich die definitiv auch wieder nachkaufen. Aber so, allein schon, weil man so krass in die Irre geführt wird, ja, werde ich die leider dann erstmal nicht mehr nachkaufen gehen. Ja. So, dann habe ich leer gemacht Spülmittel von Denkmeters Frosted Cornflower und da muss ich sagen, ich war wirklich positiv von diesem Spülmittel überrascht. Ihr wisst ja, ich habe da so meine 1, 2 Lieblinge bei Spülmitteln und aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses günstige Spülmittel für gerade mal 70 Cent mega gut mithalten kann. Vom Duft her ist es gut, hat das Fett in den Pfannen richtig gut gelöst, also es hat seine Arbeit echt gut gemacht, da kann ich überhaupt nichts sagen und deshalb werde ich das mit Sicherheit auch nochmal nachkaufen. Habe ich allerdings diesen Monat nicht nachgekauft, einfach aus dem Grund, weil gestern der ganze DM irgendwie leergefegt war. Ja, also ihr dürft euch auch diese Woche auf einen DM-Haul freuen. Diese Woche gibt es wieder 3 Videos, da kommen auf jeden Fall noch und da seht ihr dann, für was ich mich dann diesen Monat entschieden habe. Yes!
So, dann habe ich wieder leer gemacht von 00, das WC Aktivgel, 4 in 1 Cool Actic. Ja, es ist halt ein WC-Reinigergel, es macht seine Arbeit. Ich kann ja jetzt eigentlich nicht unbedingt was Gutes oder was Schlechtes sagen, es macht seinen Job ganz normal. Ja, es ist halt ein WC-Reiniger, ne? Und ja, würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, also kann ich euch auch empfehlen. In der Vergangenheit hatte ich ja immer das von, na, wie heißt jetzt nochmal die Eigenmarke, Denk mit vom DM. Und das ist mittlerweile so, so wässrig und deshalb bin ich ja dann umgestiegen und irgendwie bei dem hängen geblieben. Allerdings, es gibt wieder was Neues, habe ich gekauft, seht ihr dann, wie gesagt, im DM-Haul. So, was haben wir noch Schönes Haushaltsmäßiges? Ah ja, die Edelstahl-Spiral-Topfreiniger von Flink und Sauber. Flink und Sauber ist eine Rossmann-Marke, ne? Rossmann oder DM? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ich glaube, es ist Rossmann. Ja, Rossmann steht hier hinten drauf. Genau, die sind nach wie vor gut. Also auch egal, ob ich die jetzt bei Rossmann, bei DM oder sonst wo kaufe. Die tun immer die gleiche Arbeit und ich nutze die ganz gerne halt für die Töpfe und gehe auch ganz leicht immer so im Backofen mit dran. Und ja, müssen ab und zu mal nachgekauft werden. Also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Gerade für halt die hartnäckigen Dinge. Yes! So, ich guck mal, haben wir überhaupt noch was mit Haushalt oder ist der Rest alles Pflege? Nee, das ist tatsächlich, wobei das könnte eventuell noch durchgehen bei Haushalt und zwar eine Duftkerze, wo natürlich wieder nicht draufsteht, ach doch, Airwick-Kerze. Ja, vom Duft her sehr, sehr gut ist. Naja, nicht ganz so gut abgebrannt, aber ihr habt mir ja ganz viele Tipps gegeben, wie ich das denn so hinbekommen kann. Genau, war auf jeden Fall gut, kann ich auch sehr empfehlen. Das Einzige, was mir halt meistens bei Airwick nicht ganz so gefällt, ist halt leider der Preis. Aber war auf jeden Fall eine gute Duftkerze und da macht mein Handy schon mal dazwischen hier. Eine weitere Kerze habe ich aufgebraucht. Ich glaube, dass die von Glade war, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine aber schon. Naja, steht nichts hinten drauf. Ja, Fingernägel aus dem Weg machen. Ihr seht, die hat auch nicht ganz so gut abgebrannt. Vom Duft her war die aber super. Und ich sollte mir angewöhnen, dass ich künftig die Verpackungen aufhebe. Dann weiß ich auch, wovon ich hier spreche, weil alles andere ist ein bisschen doof, gell? So, kommt an die Seite. Übrigens, ich hoffe, es passt vom Licht her. Es ist nämlich gerade erst 8 Uhr und ich dachte, komm, ich setze mich direkt hin und drehe die Videos, bevor es später wieder so warm wird. Da mag ich das überhaupt nicht gerne, wenn ich dann noch Videos drehen muss. Aber man ist ja dann schon am Spitzen und naja, egal. Ja, was haben wir noch? Also, wir machen weiter bei Pflege. Von Balea habe ich ja die Fuß- und Hornhaut-Entferner-Socken anprobiert. Nicht anprobiert, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, das war leider überhaupt nichts. Also ich hatte das schon mal von einer sehr, sehr teuren Marke. Das war Bombe. Das hat echt funktioniert. Also man konnte sich so am 3., 4. Tag die Hornhaut so richtig schön in einem Rutsch abziehen. Funktioniert bei der vom DM leider nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass meine Füße ultra rau wurden. Also richtig rau. Das war irgendwie, weiß nicht. Aber so wirklich viel gelöst hat sich davon nichts. Und ich habe jetzt die letzten Tage ganz, ganz viel geschmiert und habe es jetzt wieder so einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, aber ich würde leider fast behaupten, also das Geld für diese Maske, und die kostet ja auch 5 Euro, kann man sich definitiv sparen. Ja, ist irgendwie, weiß nicht. Hat halt, wie gesagt, nicht wirklich bis auf die rauen Füße das gemacht und deshalb von mir halt definitiv keine Kaufempfehlung. So, und was übrigens auch ganz peinlich war, ich war beim Hausarzt letztens, also wegen einer anderen Sache eigentlich, und habe da mal angesprochen, dass ich immer oben auf dem Fuß Schmerzen habe, wenn ich länger gehe, und sie meinte dann, dass ich da Einlagen brauche. Naja, auf jeden Fall, ne, bin ich dann hier zu unserem Einlagenmann gegangen, der hat meine Füße abgescannt und hat mir dann später das Bild gezeigt, und das sah aus, als hätte ich so ultra dreckige Füße gehabt. Das war aber tatsächlich von dieser Hornhaut, ja, weil die so rau, also da war alles, das war irgendwie komisch, das war nichts. Und geschämt habe ich mich natürlich auch in Grund und Boden, das ist ganz klar. Ach, herrje. So, wir machen weiter. Ich gucke mal gerade, ob ich das einmal oder nur zweimal leer gemacht habe. Einmal. Und zwar mit einem absoluten neuen Favoriten von mir und von der Celine. Mega. Ich hatte ja letzten Monat was im Rossmann gekauft, um es einfach mal zu testen, weil es im Angebot war. Und tada, wir haben einen neuen ganz, ganz großen Favorit.
So sehr sogar, dass ich nochmal zu Rossmann gegangen bin, weil da ist es noch, ja, den ganzen Monat im Angebot, also jetzt bis 31.05. und hab's nachgekauft. Leider gab es nur noch 2 Flaschen, die habe ich mir dann schnell gesichert. Das ist so, so der Hammer. Also, dass ich jemals von meinem Balea Shampoo, Nana Minz, Duft und so weiter mal loskomme, hätte ich im Leben nicht gedacht. Dumm nur, das ist halt preislich ein riesengroßer Unterschied. Also im Angebot hatte ich für das 1,99 € bezahlt. Das ist von Pantene Pro-V Repair and Care 3 in 1. Und das Schöne ist halt, das ist Shampoo, Pflegespülung und eine Intensivpflege. Das heißt, man spart sich ja quasi einen Gang, weil man muss ja wirklich nur einmal die Haare waschen, ausspülen, fertig, gut ist. Also richtig geil und durch die Spülung, die halt schon darin ist, habe ich überhaupt keine Probleme. Meine Haare, die sind ja echt störrisch, die könnte ich ohne Probleme durchkämmen damit. Und die Haare sind so weich, die sind so weich. Und Selins Freundin hat auch gesagt, sag mal, was hast denn du in den Haaren? Die sind ja babyweich, also richtig cool. Ein richtig, richtig gutes Haarshampoo, was ich euch definitiv empfehlen kann. Also es ist echt eine richtig fette Empfehlung diesen Monat. Und ja, ich freue mich, dass ich es entdeckt habe. Freue mich nur, dass der Geldbeutel, also freue mich nur nicht, dass der Geldbeutel jetzt ein bisschen mehr leiden muss. Naja, ja, aber es ist halt echt gut, oh mein Gott. So, ein weiteres Produkt, was ich endlich leer gemacht habe, ist von Dove die Body Lotion mit Kokosnuss und Mandelduft. So schaut sie aus. So, vom Duft her mega, mega gut. Ich habe die ja nachgekauft, weil die eine Kundin von uns benutzt und die hat mir einfach so richtig gut gefallen, die Body Lotion. Aber ich muss auch sagen, was mir negativ aufgefallen ist, die zieht nicht richtig ein. Also man kann es schon gut verschmieren. Nur das Problem ist, ja, so 1-2 Stunden nach dem Duschen dachte ich, ich schwitze so an den Beinen und an den Armen, weil das hat so geklebt. Das war aber tatsächlich die Body Lotion. Also, vom Duft her ist die gut. Sie lässt sich super verschmieren, aber dann hinterher dieses Gefühl, das war so wirklich, als wenn man klatschnass geschwitzt, was man nicht war. Es war einfach nur, ja, dieser Film von dieser Body Lotion. Finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, vom Duft her absolut mein Ding, aber ja, ist jetzt die Frage, kaufe ich die nochmal nach oder nicht? Ich denke eher im Moment eher mal nicht. Ja, ihr seht schon, ne, das ist so ein Mittelding-Produkt für mich. Ich glaube, ich würde sie erstmal nicht mehr nachkaufen, obwohl der Duft echt so gut war. Ups, die schmeiße ich schon weg. Ja, wir haben diesen Monat auch ein bisschen geduscht tatsächlich und haben Duschgel leer gemacht. Ein Duschgel, was es zurzeit nicht mal mehr zu kaufen gibt, von Dove. Limited Edition war das, und zwar Winter Ritual mit Sandelholz und Wintergewürzen. Ich glaube, hatte ich nicht letzten Monat sogar die Bodylotion dazu leer gemacht? Ich bin mir nicht mal sicher. Auf jeden Fall haben wir das leer gemacht und das war so, so gut. Leider war es ja im Winter eine Limited Edition und ich kann es jetzt nicht mehr nachkaufen, aber empfehlen würde ich es euch trotzdem. Schaut einfach mal im nächsten Winter, ob es das gibt. Ich würde es auf jeden Fall wieder nachkaufen. Das ist so, ja, das war so ein schönes, cremiges Gefühl beim Duschen und das hat die Haut so, so gepflegt. Die war so weich hinterher und vom Duft her war es auch ganz gut. Also das war echt ein richtig gutes Duschgel. Ja, wie gesagt, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, dann kommt so ein Oldtime-Favorite von mir. Ne? Ich habe da ja so 3-4 Duschgele, wo ich immer so ein bisschen rumswitche. Jetzt haben wir leer gemacht von Palmolive, das Orchidee und Milch. Ist so eine Duschcreme, finde ich auch nach wie vor sehr gut. Das hat auch so einen sinnlichen Duft, also nicht so aufdringlich. Mag ich ja total gerne und deshalb ja, ist das, wie gesagt, auch eine Empfehlung von mir. Meine Männer haben auch geduscht, beziehungsweise der Janis, der Christian, der schmeißt es ja meistens weg. Manchmal sammelt er auch und gibt es mir so alle paar Monate mal, weil er selbst braucht halt nicht viel auf. Und guckt mal, die Sonne kommt, man sieht es direkt hier an den Lichtverhältnissen, gell? Ja, von Dusch, das hat der Janis leer gemacht. 2 in 1, sportlich frischer Duft, so schaut es aus. Ja, fand er ganz gut. Also ich finde auch allgemein die Duschstars für Männer, die sind irgendwie alle gut. Die riechen ja fast alle irgendwie gleich. Die sind aber dafür auch alle wirklich gut. Yes. So, das kommt dann weg. Ich habe jetzt da alles einfach in die Waschmittelverpackung gesteckt. Und das wird mir jetzt gerade echt eine Nummer zu hell. Wir stellen es mal ein bisschen runter hier. Sophiechen hat auch Shampoo leer gemacht. Also diesen Monat haben wir echt viele Duschgele, die halt schon länger angebrochen waren, einfach mal leer gemacht. So, da haben wir einmal von Sien, das ist ja diese Lidl-Eigenmarke, das war mal im Angebot, das Lovely Unicorn 2-in-1 Shampoo und von Bübchen das Shampoo und Duschgel 2-in-1 Himbeerspaß.
Ja, also erstmal zu dem hier. Die Sophie mag das total gerne aus dem Grund, sie sagt immer, das riecht wie Einhornpipi. Ne? Also wenn ich gesagt habe, mit was willst du heute duschen? Mit Einhornpipi, damit war dann immer das gemeint. Ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommt, aber ist ja irgendwie süß. Hat einen ganz netten Geruch eigentlich an sich gehabt, was ich davon nicht behaupten kann, einfach weil ich es nicht mag, wenn was so übertrieben krass nach irgendwelchen Früchten riecht. Ich finde es so furchtbar, auch dieser übertrieben krasse blumige Geruch. Absolut in mein Ding, das wisst ihr, aber für ein Kind ist es genau richtig. Und ja, genau, Sophie hat sich diesen Monat mal was ganz anderes ausgesucht, das seht ihr dann auch in der DM-Haul. An sich waren aber beide gut, die machen ihre Arbeit. Und wie gesagt, vom Duft her war das hier meins, aber das hier der Sophie ist. Also ja, da gibt sich nichts. Kinder sind da ja auch nicht ganz so kompliziert wie wir Erwachsene, wenn es da ums Duschen geht. So, jetzt habe ich tatsächlich noch ein Duschgel leer gemacht. Ihr denkt auch, haben die nur geduscht den Monat, aber ich mache das ja zusammen mit der Celine leer. Manchmal greift sogar der Janis zu meinem Duschgel dazu. Ja, und wie gesagt, es waren noch schon ein paar offen. Also es ist nicht so, als hätten wir da jetzt, ne, pro Woche eine Flasche oder so leer gemacht. Muss man immer dazu sagen hier. Ja, auch von Palmolive, Kokos und Milch. Und ist natürlich auch genau mein Ding, gerade zur jetzigen Jahreszeit, wo es wärmer wird. Und ja, mag ich echt total gerne. Ist ein echt ganz nettes Duschgel, muss ich schon sagen. Und das ist auch sowas, was ich immer wieder mal nachkaufe halt. So, was haben wir noch leer gemacht? Ja, von Balea, da hatten wir es ja vorhin davon, das Anti-Schuppen-Shampoo für schuppige und trockene Haut mit Nanaminz-Duft. Habe ich euch so unfassbar oft in den Aufgebraucht-Videos gezeigt. Erstmal werdet ihr es nicht mehr sehen, weil ich ja eben gesagt habe, wir haben einen ganz großen, fetten neuen Favorit. Jetzt habe ich allerdings noch ganz, ganz viel davon im Vorrat. Ich glaube, 6 oder 7 Flaschen müssten es noch sein. Auf jeden Fall macht die der Christian leer, hat er gesagt. Er hat gemeint, ich soll ihm jetzt kein Duschgel erstmal kaufen. Der Christian ist ja knallhart. Allgemein die Männer, ne? Die brauchen ein Produkt und sind glücklich. Und deshalb wird er den ganzen Rest jetzt erstmal aufbrauchen. Ja, genau. Also ich finde es nicht schlecht, das wisst ihr. Ich habe euch immer von diesem Haarshampoo geschwärmt. Aber ich finde das andere einfach noch so viel besser. Na, und das liegt nicht daran, dass das andere eine Marke ist. Ich hatte schon viele Markenprodukte getestet und kam ja immer wieder in den letzten Jahren zu diesem Haarshampoo zurück. Aber jetzt ist erstmal Schluss hier. So, leer gemacht haben wir noch ein Haarspray und zwar von Isana, das Sensitive Haarspray mit Arganöl. Ja, starker Halt, Nummer 3 haben wir da. Das ist ja vom Rossmann, das Haarspray. Ja, das war ganz okay. Also man hat schon gemerkt, dass es sensitiv ist, weil ich benutze zum Beispiel Haarspray überwiegend hier oben. Und man sieht übrigens auch den Rand, weil ich habe die Haare frisch gefärbt. Ja, ich nutze das überwiegend. Ich habe hier so ein paar Babyhaare. Wenn man da so ein bisschen Haarspray drauf macht, das so andrückt, dann fallen die nicht mehr ganz so krass auf. Hier habe ich es nämlich auch. Und das hat mit dem Haarspray nicht ganz so gut funktioniert, muss ich leider sagen. Und deshalb würde ich das jetzt erstmal nicht mehr nachkaufen. Ja, genau. Das sieht echt witzig aus, gell? Weil hier oben ist es rot und hier fällt es kaum auf. Ich habe die nämlich, hatte ich euch ja auch letzten Monat im Rossmann-Haul gezeigt. Ich hatte mir schwarz-rot geholt. Aber irgendwie, es wirkt fast nur schwarz, aber am Ansatz ist es rot. Sieht auch verrückt aus, gell? So, machen wir weiter. Ja, ich habe 2-mal Waschcreme aufgebraucht diesen Monat. Die habe ich, hallo Fokus, die habe ich gerade heute Morgen erst leer gemacht und die, ja, schon, ja, kurz nachdem ich das letzte Aufgebraucht-Video abgedreht hatte. Also, fangen wir mal an. Das hier ist die Balea Waschcreme, sanfte Waschcreme mit 92% natürlichen Ursprungs. Mit Vitamin E Perlen. Und dann haben wir von Nivea die pflegende Waschcreme mit Mikrobiom, Balance und so weiter und so fort. So, preislich 1 Euro, 4 Euro ist schon eine Nummer. Und jetzt kommt tatsächlich das verblüffende Ergebnis. Die hier ist mega. Die werde ich in nächster Zeit testen. Ich hatte ja die ganze Zeit das von Sien, von der Lidl-Marke. Jetzt habe ich das getestet. Mega. War auch ein Tipp übrigens von einer Zuschauerin. Richtig, richtig mega. Habe ich nachgekauft. Also ganz fette Empfehlung für 1 Euro, wenn eine Waschcreme sucht. Der macht mir da überhaupt nichts verkehrt. Kommt natürlich klar auf den Hauttyp an und auch Geschmäcker sind verschieden, aber das liebe ich gerade zur Zeit. Und das hier war auch gut. Das war überhaupt nicht schlecht, aber was mich da einfach wieder abgeschreckt hat, war der Preis, weil hier ist ein Produkt, das echt gut ist für 1 Euro. Also warum soll ich dann 4 Euro für ein Produkt ausgeben, was
ganz extrem nah an das hier kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb, ja, ist das hier die fette Kaufempfehlung und das hier dann eher nicht. Das, ich würde euch eher empfehlen, wenn ihr das hier mögt, dieses Waschgel, Waschcreme, da testet das mal. Ihr werdet begeistert sein. Hoffe ich. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Da kommen wieder Kommentare. Mensch, Jasmin, das war ja der totale Mist. Passiert auch manchmal, ne? Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind halt einfach total verschieden. Ja. Rexona Cotton Try Algodon Deo kennt ihr mittlerweile alle von mir. Ja, der Deckel hat sich auch verabschiedet. Ich habe keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Sage ich jetzt nichts mehr dazu. Ihr wisst, ich kaufe nur noch das hier. Allerdings habe ich bei DM gestern nicht gekriegt. Es war leider leer. Ja, dumm gelaufen. Ich habe, glaube ich, aber noch ein, zwei im Vorrat. Also ist jetzt nicht so tragisch. Ja, dann haben wir natürlich auch noch Zähne geputzt alle und haben da noch so ein bisschen Zahnpasta leer gemacht. Wie immer die Colgate Sensation White. Ich sage jetzt auch nichts mehr dazu. Ne? Ich habe es ja die ganze Zeit gemacht, weil ich denke, es stoßen ja immer wieder neue Zuschauer auch auf diesen Kanal. Sei euch gesagt, ich liebe das hier, teste das, das macht so schöne weiße Zähne. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann hat die Sophie noch leer gemacht von Odol mit 3 eine Milchzahncreme. Ihr wisst ja, ist ja auch so ihr All-Time-Favorite. Aber ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, letzten Monat habe ich zum ersten Mal ein Produkt, ohne es leer gemacht zu haben, weggeschmissen. Ihr habt es ja im Rossmann-Haul gesehen, die Sophie hat sich eine Zahncreme ausgesucht und die Arme hat so gewirkt, weil sie den Geschmack so, so schlimm fand. Das war so ein ganz übertriebener Erdbeergeschmack. Ja, das fand sie so schlimm, dass die immer gewirkt hat. Ich sagte, das hat keinen Wert, habe sie weggeschmissen und dann haben wir die nochmal gekauft. Ja, die geht eigentlich am besten bei Sophie. Ich bin mal gespannt, die ist ja bis 6 Jahre. Das heißt, bald müssen wir ja auch auf eine andere umsteigen. Ja, mal gucken, welches dann sein wird. Aber die ist, wie gesagt, ganz gut und die andere, die war einfach gar nichts. Ja, kommen wir zum letzten Produkt. Wieder leer gemacht haben wir die Bambuswattestäbchen. Also nicht, dass ihr denkt, wir verbrauchen da 100 Stück im Monat. Ich kaufe die ja immer nach und fülle die in unsere Box, ne? In die Box dann ein und dann habe ich ja quasi noch das Paket, was in meine Aufgebrauchtbox kommt. Also die sind noch nicht komplett leer, aber das Paket, das leere, habe ich halt hier schon. Genau, die Bambuswattestäbchen, wisst ihr ja mittlerweile, die finden mir halt einfach am besten, weil die halt wesentlich stabiler sind wie die aus Papier, weil die zu schnell umknicken. Eine hat jetzt letztens geschrieben, was hast du für ein Problem mit dem Umknicken? Ja, weil wenn man richtig schön sauber machen will, da knicken die immer so. Und ruckzuck besteht die Gefahr, dass es zack macht und die stecken im Ohr drin. Soll ja auch nicht so sein. Deshalb, ne, wie gesagt, auch wieder so eine Geschmackssache und ja. Genau. So, das war's dann jetzt auch schon wieder von mir. Ich werde jetzt direkt im Anschluss für euch noch den DM-Haul abdrehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer positives Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag ausnahmsweise zu einem neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.